Willkommen! Na, kennt ihr die Firma noch? Ja, Leute, ich tu mir mal wieder was an. Aber natürlich nur, oh Gott, allein das Bild, ey, ich krieg jetzt schon zu viel. The Coast are watching, der neueste gigantische Hit von VES Games. Die Macher von Joe Steiner, Obscuridas und Pineview Drive, die haben ein neues Meisterwerk hier rausgebracht. The Coast are watching. Danke an Shiva, dass sie dir ein paar Keys nachgeschmissen haben und ich mir warum auch immer einen davon genommen habe. Und ja. Ich bin ein bisschen erkältet, man hört's. Soll jetzt nicht stören, hoffe ich. Wollen wir mal gucken, was die Kühe so drauf haben. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Es darf doch nicht wahr sein, dass es sowas überhaupt gibt, aber okay. So. Wird erst nach dem Neustart wahrscheinlich, aber das ist egal. Gott. Oh, ja. Also, ich glaube, es soll ein gruseliges Spiel sein. Es ist jetzt schon verdammt gruselig. Okay, Level 1. Willkommen im Spiel The Coast Are Watching. Innerhalb der vorgegebenen Zeit musst du eine bestimmte Anzahl Kühe umschubsen. Benutze die Tasten WASD, um dich zu bewegen, und die Maus, um dich umzusehen. Mit der Umschalttaste kannst du sprinten. Drücke E oder die linke Maustaste, um Gatter zu öffnen, um Kühe zu schubsen. Drücke F oder die rechte Maustaste, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten. Okay, habt's gehört. 5 Kühe gibt es. Ich habe nur noch 3 Minuten Zeit. Ich soll vielleicht machen. Ja, ganz ehrlich, da ist schon die erste Kuh. Hallo Kuh, schläfst du? Ich muss dich jetzt leider umschubsen. Ups, Taschenlampe. Oh Gottel. Oh, es tut mir leid, Kuh. Ja, dieses Kuhschubsen, ne? Das ist irgendwie so ein... Ich will jetzt nicht sagen ein Trend, aber es ist ja allgemein bekannt. Kühe umschubsen. Aber warum macht man dazu so ein bescheuertes Spiel? Oh Gott. Was? Nein! 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 Dich kenne ich noch aus Obscuritas. Nein! Verschwinde! Okay, der Kühwächter oder wie auch immer, der hat wohl was dagegen, dass ich die Kühe umschubse. Aber ich habe gleich das Level geschafft, so. Was ist das denn für ein Scheiß? Das spielen wir nicht lange, das sage ich euch gleich. Dein Spielstand wurde gespeichert. Jetzt habe ich 3 Minuten, muss 7 Kühe umschmeißen. Und der blöde Hund, ich weiß nicht, ob der mich überhaupt töten kann. Wahrscheinlich schon. Eins. Das ist ja noch bescheuerter als Joe Steiner, ganz ehrlich. 2. Oh, da kommt der Hund. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. 3. Hilfe, der Hund. Kuh. Oh, die ist störrig. Die. Ich darf ja nicht stehen bleiben, sonst. Okay, die liegt schon. Noch die eine da hinten und die anderen zwei sind vielleicht in einem anderen Gatter. Ah, ne. Da eine. Oh, weiter. Ich will jetzt nicht stehen bleiben, weil der Hund und so. Oh, Mensch, sind wir gut. Kuhschubsen, ne? Macht man mir nichts vor. Nicht mal ein anderes Kuhbild. Immer das gleiche. Ist immer die gleiche Map. Das ist echt, also. Jetzt sind es 9 Kühe. Leute, im nächsten Level werden es 11 Kühe sein. Vielleicht, wenn ich Glück habe, irgendwann noch einen zweiten Hund oder so. Ich weiß es nicht. Das ist total bescheuert, ey. Dafür gibt man Geld aus. Normalerweise zumindest. Das ist doch bodenlos dumm. Das ist noch schlimmer wie Joe Steiner. Joe Steiner hat wenigstens versucht, irgendwie eine Atmo aufzubauen, die total bescheuert war. Da war wenigstens noch ein Sinn dahinter. Ich meine, da hat man aufgeräumt und musste gucken, dass die Gegenstände nicht lauter werden. Ah, Mann, aber das hier ist ja einfach nur Bullshit. Also, oder Co-Shit, je nachdem. Sucht euch aus. Also, selten sowas Dämliches gesehen. Ich glaube, ich muss jetzt aber wirklich mal das, da hinten sehe ich noch andere Gatter. Ich glaube, ich muss hier wirklich mal raus. Hab noch 2 Minuten. Wo war denn hier der Ausgang jetzt? Jetzt wird das Spiel komplex. Irgendwo da vorne war es doch, oder? Da. Oder?
War das nicht mit so einem großen Symbol eh ganz klar? Ah, nee, hier komme ich nicht raus. Oh, oh, hier. Hilfe. So, wo waren das? Was ist? Ich könnte mich hier auch mal umgucken, wenn ich die Zeit hätte. Da hinten. Aber das ist rot. Ob ich das überhaupt aufmachen kann? Oder gibt es das erst ab Level 25? Ja, anscheinend. Vielleicht habe ich die zwei Kühen doch nur übersehen. Vielleicht finde ich noch was Cooles hier, wenn ich mich umgucke. Aber ich habe doch keine Zeit. Da hinten. Auch nix. Ja, ich glaube, ich habe die Kühe nur übersehen. Ich gehe noch mal rein, oder? Ist ja ein grünes Gatter. Da hinten ist ein grünes Gatter. Moment mal. Na toll. Bis ich da außen rumgelatscht bin. Oh Gott, ich höre den Hund knurren. Ah, das sind die Kühe. Ich muss da rein. Naja, vielleicht wird das Spiel ja noch größer und es passiert mal irgendwann was. Warum brauche ich eigentlich die Taschenlampe? Die bringt es hier mal gar nicht. Was bist du denn, eine Ratte? Ah, Mist, ich bin falsch gelatscht, ne? Ich schaffe das wahrscheinlich nicht. Bis zu dem blöden Gatter, anstatt dass er einfach drüber steigt. Weißt du, in Joe's Diner hat wenigstens mal jemanden jemand gesprochen mit mir mal. Aber hier... Ja, Kühe. Das wird eng mit uns. Da sind noch jede Menge Kühe drin. Oh, das wird jetzt voll eng. Komm schon. Ich bin voll den Umweg gelatscht, ne? Das war so dumm von mir. Ich versage in Level 3. Ne, ich versage nicht. Das schaffen wir. Guck. 3, 2. Juhu. Oh, bin ich ein Schubser hier. Wahnsinn. So, aber jetzt reicht es mir eigentlich schon. Wer hätte es gedacht? 11 Kühe. 1, 2. Wird der Hund doch mal schneller oder intelligenter? 3, 4. Der kriegt mich ja nie, wenn ich immer renne. Da war der Obscuritas schon schlimmer. Viel schlimmer. Ich bin ja froh, dass es hier keinen Obscuritas-Hund gibt sonst. Ha! Oh Gott! Was? Super Bild, ey. Da haben die Kühe zurückgeschlagen. Ich bin irgendwie, ich glaube, ich bin in Kuhscheiße stecken geblieben gerade. Interessant, ab dem Level gibt's Kuhscheiße. Es wird hier immer besser. Wo darf ich jetzt wieder anfangen in dem Level? Okay, ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Ihr habt's gesehen. Nimm das, Kuh. Kuh? Was ist mit der Kuh los? Ah, jetzt. Nur an gewissen Stellen, bitte. Ah, da ist wieder sowas. Ah, das ist natürlich jetzt tricky, ne? Wenn ich nicht stehen bleiben darf wegen dem Hund. Jetzt auch noch aufpassen muss, wo ich hinlaufe, immer diese Stellen. Schon ein paar Mal gesehen. Muss man halt ein bisschen mehr aufpassen. Habe ich hier jetzt alles? Ich glaube schon. Wo geht's hier raus? Da ist. Ne, da ist noch eine. So. Wo geht's hier raus? Wo ist das Gatter? Ich suche das grüne Symbol, aber ich sehe es nicht. Ach komm schon. Oder ist das grüne Symbol nicht da, weil es irgendwie noch offen ist oder so? Da ist der Hund übrigens, seine Hundehütte. Ey, wie ich hier Zeit vertrödle. Hier doch irgendwo. Ah ja, ist nicht immer das grüne Zeichen da, deswegen. War ich gerade ein bisschen verwirrt. Der Hund scheint aber dort drin zu bleiben. Ich könnte jetzt wieder langsam machen. Hier ist rot. Gehen wir mal da lang. Da hinten sind Kühe. Und diesmal bin ich auch gleich auf der richtigen Seite. Hallo! Ich hab beinahe wieder in den Mist gelatscht. Der Hund ist erst sauer, wenn ich die erste Kuh umschubse pro Dings. 1, 2. Es sind ja mehr Kühe da, wie ich brauche. Und jetzt darf ich gleich 13 Kühe umschubsen. Yeah! Oh Gott. Ey, wie viele Level hat denn das Ding? Tatsächlich 13. Ey, komm, jetzt lasst euch doch mal was anderes einfallen. Das ist so bescheuert.
Ja, sorry, dass ich euch mit so einem Türchen quäle. Aber ich habe mir gedacht, ich tue meine Liste abarbeiten, egal wie grottig sie ist. Bisher war ja fast immer nur Gutes drin, ne? Aber der Trash, der Ultra-Trash des Adventskalenders, der hat sich auf jeden Fall hier gefunden. Ich habe die Kuh nicht... Oh nein. Ich lebe noch. Super, ich muss jetzt aber in die Richtung, wo der Hund ist eigentlich. Der hätte mich schon 10.000 Mal eigentlich kriegen müssen. Das ist total seltsam. Wo waren die eine Kuh, die da? Die wollte irgendwie gerade nicht. So, jetzt aber. Oh, ich habe keine Lust mehr, ne? Ich glaube, ich mache dann noch das Level, dann höre ich auf. Das war dann halt ein kurzes Türchen, aber was soll's. Ah, nee, ey. Die Entwickler, ey. Was ist los? Was ist denn los mit denen? Ich meine... Mist. Ich glaube, da hinten war aber meine Tür. Ich muss da nochmal hin. Ah, jetzt hänge ich an der fetten Kuh fest. Wo waren das jetzt hier? Ich will raus! Oh, ich häng fest. Oh, jetzt ein Hütchen. Oh, komm schon. Nie check ich, wo es hier rausgeht. Nicht vielleicht machen. Ja, nein. Ist halt nervig, wenn man hier die ganze Zeit rumgehetzt wird. Im alten Köder, was hat denn der davon? Was hat er dagegen? Nur weil ich die Kuh umschips. Ah, da, so. Wie viel Zeit habe ich noch? Eine Minute, 6 Kühe noch. Da hinten ist zu, dann gehe ich wieder da lang. Ach ja, jetzt verstehe ich auch oben die Zahnschlösser. Das sind 2 offene. Das bedeutet, irgendwann gehen die anderen 2 auch noch. Also das wird immer so weitergehen. Alter, der Hund. Ja, der schläft halt so lange, bis geschubst wird. Irgendwann sind alle 4 Zäune offen. Und ich darf wahrscheinlich um die 30 Kühe umschubsen. Also wer das durchzieht, der darf gerne einen Screenshot davon machen und mir schicken. Und dann werde ich dir meinen Respekt zollen. Meinen absoluten Respekt, dass du anscheinend verdammt viele Langeweile haben musst. Und ich werde das Level nicht schaffen, weil ich wieder außen rum gerannt bin, anstatt in die andere Richtung. Ja, Leute, ich glaube, ich belasse es dabei. Ich halte das nicht länger aus. Das ist jetzt das kleinste Türchen, aber egal. Dafür werden andere wieder eine Stunde oder so. Nee, das mache ich nicht mehr mit hier. Jetzt sehen wir noch einmal die Kuh, die uns veräppelt. Game over. Ja, Leute, das war's mit The Ghosts Are Watching You. Wow, wieder ein Meisterwerk. Wirklich, Respekt. Perfekte Spiele. Jo, in diesem Sinne macht's gut, bis zum nächsten Mal. Es ist definitiv wieder ein besseres Türchen bei unserem Horror-Adventskalender gibt. Bis dann.